Hallo zum vierten Video in der Review-Woche und heute stelle ich euch eine Creme vor, und zwar eine Kindercreme. Bevor ich aber loslege, du befindest dich im vierten Video in der Review-Woche. Falls du zeitgleich guckst, findest du jeden Tag um 20 Uhr auf meinem Kanal ein neues Video. Du findest die Videos aber auch direkt in dem Ordner, der unter dem i verlinkt ist. Guckst du nicht zeitgleich, guck gerne mal in den Ordner rein, was du da so findest. Denn ich habe auch noch einen zweiten Ordner da rein verlinkt, denn dieses Jahr habe ich schon die zweite Review-Woche und die erste ist wunderbar gelaufen. Vielleicht hast du Bock, da mal noch reinzuschauen. Und wir legen jetzt mal los mit einer Babycreme, zu der ich nie gegriffen hätte, hätte es nicht Leon und Shenya gegeben, die immer wieder sich in der Babyabteilung bedient hätten. Denn das Problem ist halt dieses, die Drogerie steht voller Produkte, Gesichtspflege, Naturkosmetik etc. Aber es ist halt immer noch so, 80% ist von der Formulierung her einfach nicht gut. Da sind Duftstoffe drin, da ist Alkohol drin, da sind Wirkstoffe drin in einer Konzentration, die eigentlich im Endeffekt nichts bringen, die aber ein gutes Marketing bringen. Und wer es halt wirklich mal richtig basic haben möchte, denn warum sollen wir nicht auch eine Babycreme auf unser Gesicht packen können, der greift mal zu der Baby Dream Matte Gesichtscreme. Die ist super. Die ist richtig, richtig gut. Sie hat nur ein Manko für mich und das ist die Shea Butter. Ich vertrage Shea Butter. Ne? Also die Creme ist super. Nur meine Haut kommt mit Shea Butter und vielleicht auch mit der Verbindung mit den anderen Inhaltsstoffen hat sie Schwierigkeiten. Liegt an meiner Haut, liegt nicht an der Creme, weil ich habe das bei anderen Cremes auch. Nicht bei allen, aber es gab in der Vergangenheit schon einige Cremes, die da Schwierigkeiten gemacht haben. Wir haben hier ein bisschen eine schwerere Creme. Sie ist jetzt nicht so richtig krass reichhaltig, aber dennoch gut pflegend. Ich habe eine Mischhaut in Richtung fettig und bei so schweren Cremes tue ich mir natürlich wirklich schwer. Und ich erinnere mich immer noch so ein bisschen daran, wie das früher bei mir war. Ich habe so ein bisschen Angst vor so Cremes gehabt. Ich bin aber auch noch so ein Clearasil-Kind gewesen. Schön die Haut austrocknen und mit mehr Gesichtswasser die Haut austrocknen. Und das hat bei mir ganz lange gezogen. Und ja, keine Creme auftragen, weil die verstopft ja die Poren und so weiter. Heute sind wir schlauer. Ihr müsst aber jedes Mal dran denken. Und gerade so Cremes, die eben in der Kinderabteilung stehen, die sollte man wirklich mal in Betracht sehen, weil die reizen einfach nicht. Wir haben hier auch den Inhaltsstoff Squalan. Ich habe, war es dieses Jahr? Ne, dieses Jahr war es nicht. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich mal das Squalan von Face Theory, was ich super gut vertragen habe. Ich habe zu Squalan auch einen Faktencheck gemacht. Den kann ich dir einfach auch mal unter das i legen, um dass du mal so ein bisschen erfährst, um was es bei Squalan handelt. Ich sage aber an der Stelle immer, die Faktenchecks, die sind nur mal, um kurz drüber zu gucken. Gerne auch wirklich nochmal näher in die Thematik reingehen, warum Squalan so gut ist, weil es eben unserem Hautfett ähnelt. Und das ist halt eine tolle Sache. Und man reagiert eben drauf nicht. Das ist halt ein sehr sicherer Inhaltsstoff. Anfänglich soll die Creme irgendwie in einer Tube gewesen sein, jetzt ist sie in einem Pumper. Der Pumper ist super. Ihr wisst, dass ich solche Verpackungen immer kritisiere, die eben zu viel raushauen. Denn das ist immer schade, ne? Also du hast nur eine bestimmte Menge an Gesicht, ne, wie sagt man, eine bestimmte Quadratmeterzahl an Gesicht, mit Quadratzentimeter, ach, keine Ahnung. Und wenn du dann so mega viel Produkt hast, klar, du solltest schon bis hierher auftragen, als Frau vielleicht noch das Dekolleté. Vergesse ich auch immer gerne, muss ich sagen. Aber wo ich meine Creme auftrage, das möchte lieber ich entscheiden und nicht, das soll nicht der Spender mir vorgeben. Und wir haben hier halt eben wirklich eine Menge, die in Ordnung ist. Die kriegt ihr super auf dem Gesicht aufgetragen, das ist echt kein Problem. Und habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr in der Babyabteilung einkaufen geht, denn da steht einfach die bessere Pflege. Die Drogerie hat sich gemacht, muss ich an der Stelle auch sagen, aber der Endverbraucher steht immer noch auf Duftstoffe, 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 Duftstoffe. Und solange der Endverbraucher das nicht signalisiert, dass er das nicht haben will, weil er das eben nicht verträgt, wird es das auch weiterhin geben.
Und deswegen erwähne ich das immer wieder in meinen Videos und deswegen sind solche Produkte hier halt wirklich Gold wert. Hast du mit dem Produkt schon Erfahrungen gemacht? Wie immer, schreib das bitte unten in die Kommentare, weil so kann mein Zuschauer abwägen, vertrage ich das Produkt oder vertrage ich es nicht? Weil unsere Haut ist einfach so unterschiedlich und da reichen gerade bei Cremes Nuancen. Und ich sage das immer wieder, bloß weil es bei mir nicht funktioniert hat oder bloß weil es bei mir funktioniert hat, sollte es für dich kein Anreiz sein oder kein Grund sein, ein Produkt nicht zu testen. Weil manchmal reichen tatsächlich auf der Haut Nuancen und die Creme funktioniert nicht mehr oder sie funktioniert erst recht. Also, wenn dich so ein Produkt interessiert, immer ausprobieren. Und hier kann man wirklich davon ausgehen, dass es keine Hautreizungen gibt, ne? Also, die ist halt wirklich für empfindliche Haut. Und die werde ich nachkaufen. Die werde ich definitiv nachkaufen, weil die kannst du auch auf die Lippen draufpacken. Da hat man einfach eine wunderbare Pflege. Bist du gut damit klargekommen oder eben nicht? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, sag danke fürs Einschalten. Morgen gibt es natürlich um 20 Uhr wieder hier ein Video oder du guckst unter dem i, da findest du den Ordner zur Review-Woche. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.